Okay, let's go. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Auswanderer auf der No Man's Land. Udo, Leo und ich sind hier, probieren uns ein neues Standbein aufzubauen. Es hat schon ein bisschen geklappt, sieht ganz gut aus, was wir hier geschafft haben. Hoffentlich geht's so weiter. Ja, wo ist denn der mit dem Harvester? Ach, da hinten. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Haben wir einmal im Kreis gefahren. So. Ja, lad da ab. Lad hier in den da rein. Das ist doch bestimmt schon voll, oder? Oh ne, hier geht ja noch viel rein. Ne, warte! Dann geht ja. In den anderen geht noch so viel rein. Okay. Ich sehe nichts. Machen wir lieber so rum. Können wir nach den Küchen gucken? Gras. Haben wir kein Gras? Das ist Stroh. Silage. Ist das Heu? Männers! Jo, was ist los? Ja, bist du schon wieder da? Ja, kommt mal denn her. Wo bist du denn? Ah, hier. Komm jo, weg, was ist los? Ja, wir haben zwei Briefe bekommen. Einer, das ist okay. Vom Bauhof, die Baubestätigung, dass der Kuhstall fertig ist. Hm. Und der andere, der ist vom Land. Ja, und jetzt? Na, lies mal durch, was da drin steht. Die haben Fehler gemacht. Hm. Was für ein Fehler? Wir hätten das Land nicht kaufen müssen. Die haben uns das falsche Land gegeben. Was mit sofortiger Wirkung? Was soll denn das? Die werden jetzt demnächst die anrücken. Das ist Naturschutzgebiet. Hier, ich gebe dir schon mal die erste Seite, Leo. Ja, danke. Ich glaube, das ist ein Spaß von Udo gerade. Nee, wir können abdampfen. Was machen wir denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Naturschutzgebiet ausgezeichnet. Was soll denn das? Ey, da haben die einen Fehler gemacht, ey. Mann. Können die nicht aufpassen, ey. Naja, aber warte mal. Das könnte ja eigentlich gar nicht so schlecht für uns ausgehen, oder? Was denn? Ja, die schreiben hier ganz unten, dass wir eine Abfindung kriegen. Ja, von 3 Millionen. Ja. Das hört sich so gar nicht... Pass mal auf, Leo, du hast doch noch dein Geschäft in Walschen. Ja, Zweitstelle, also da arbeitet aktuell ein Kollege. Ja. Was ist denn, wenn wir da zurückgehen nach Walschen? Dann mach ich den Hof von meinem Vater weiter.
Ja, toll. Und ich darf mir irgendwas Neues suchen, ey. Ihr denkt alle nur an euch. Wir finden schon was. Ja. Das ist kein Thema. Ja, dann zahle ich hier erstmal 2 Millionen für irgendein Stück Land, was ich nicht haben will, ey. Ich will hier bleiben. Karl, ich kenne doch die Jungs von der Walschen. Ja. Mein Vater war doch damals Bürgermeister. Ach, jetzt halt doch die Klappe, lass mich in Ruhe. Wir finden... Das zick ich, lass ihn. Solange er... wir finden schon was Günstiges für den. Ja, wir müssen jetzt... Ich will nichts. Aua! Damit wir noch Geld rauskriegen, müssen wir die Fahrzeuge jetzt verkaufen. Ey, es spinnt doch wohl! Lass die Fahrzeuge verkaufen, dann kriegen wir am meisten Geld. Dann kriegen wir noch zusätzlich Geld. Ach Mensch! Ey, ja, das ist mein... Vielleicht kommen die mit den Baumaschinen oder so um die Ecke. Und dann haben wir gar nichts mehr. Dann finden sie am besten noch hier alles. So können wir vielleicht noch die ein oder andere Million oder ein paar hunderttausend hier rausscheffeln. Ja, darum geht's mir aber nicht. Das hier, guckt euch um. Ja. Ja, das ist Freiheit, riecht ihr das nicht? Ja, in Walschen nicht oder was? Nee, also überall Berge. Ja und? Da kannst du schön weit gucken und schön weit riechen. Nee, eben nicht. Riechen doch. Vielleicht, aber gucken nicht, weil da sind die Berge. Ja, nee. Guck mal hier, da kannst du 10 Kilometer in die eine und 20 in die andere gucken. Ja, okay, das sind Hallen. Ja, und wenn aber du auf den Berg kletterst, kannst du auch 10 Kilometer runter gucken und 10 Kilometer hoch, siehst du Himmel. Kann ich hier auch. Es war mein Traum hier. Wir bauen dir deinen Traum in Walschen neu auf. Ach ja. Das ist doch alles tot da, da lebt doch keiner mehr. Wer weiß. Komm, jetzt lass uns schnell anpacken. Dann räumen wir hier auf. Reißen die Buden noch ab, vielleicht kriegen wir noch das eine oder andere Holz, Geld für das Holz und so. Mach doch den Anhänger noch voll. Wenn wir schon Geld mitnehmen, dann alles. Ja, vielleicht kriegen wir auch noch Geld für den Kuhstall und so. Und dann ja, das ist, als ob die den abreißen würden. Den lassen sie wahrscheinlich stehen als die Dings. Machen hier alles. Meine Fresse, ey. Mann, ey. Udo, ich sag's dir. War so schön hier. Ich sag's dir. Das ist die letzte Idee, die du hast. Wenn du nochmal mit irgendeiner Idee kommst, hier so Russland irgendwo auswandern, dann trete ich dir in den Hintern. Bleiben jetzt in Walschen. Das wird uns besser gehen. Das ist immer ein Tempo. Ja, hier. Warte. Hier. Nimm dir eins. Danke. Karl, wir machen uns ein gemütliches Leben in Walschen. Wir bauen dir den Hof und von uns den Hof. Wir machen 3 Höfe, machen eine Partnerschaft vielleicht und bauen uns die Höfe richtig gut auf. Eine Partnerschaft? Wir kriegen das hin, Karl. Ich würde ja guck nicht... Guck mal, Leo ist Händler, der gibt uns die besten Preise für die Fahrzeuge. Ja, jetzt haben wir nur ein Problem. Warten. Ja, jetzt habe ich noch einen Baum gefällt. Aber das ja, scheiß drauf, mach die Bäume weg. Hey, was ist mit dem Baum? Hat die nicht wissen? Naturschutzgebiet. Hat sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Hau die Dinger weg. Ja, dann mach den einen Dinger noch weg und dann hör auf. Bevor sie noch mit einer Sanktion kommen. Oh, stimmt. Ja, dann lass die Geräte wegfahren. Jo, fahr mal. Ich fahr die Küchen weg. Können wir die überhaupt wegfahren? Ja. Da hinten steht ein 4-Anhänger. Ja. Mann. Wir waren gerade so gut dabei, hatten die ersten Kühe. Jetzt so was. Ich hatte eigentlich noch eine Neuigkeit für uns, aber die können wir jetzt, ist jetzt eh egal. Was denn? Ding im Haus. Witzbold. Nein, ich fresse ja.
Wisst ihr, was das Blöde ist? Jetzt fängt wieder alles von vorne an. Nein. Ja klar, musst du doch alles wieder hier neu anbauen, anschaffen, ja, gucken, wie Finanzierung, bla, blu, blip. Aber guck mal, von uns, wir können uns die 3 Millionen untereinander aufteilen. Wir sind zu dritt, jeder eine Million. Dann teilen wir uns das Geld hiervon noch auf, von dem Fahrzeugverkauf. Und dann können wir uns einen guten Hof. Da hast du sogar mehr Geld, als du am Ende aus Walschen mit hergebracht hast. Hm. Also, wir können uns die Höfe gut aufstellen. Bleib mal stehen. Du kannst ja zur Not auch wieder auf deinen alten Hof drauf. Bleib mal stehen. Karl? Ja. Du kannst auch auf deinen alten Hof wieder. Ich habe von meinen Mitarbeitern gehört, dass der sich da viel geändert hat. Ja, muss ich gucken. Ich habe keine Ahnung, was ich mir da antun will und was nicht. Vielleicht hast du dich jetzt auch am Ende gefunden. Gibt's ja alles. Ja, vielleicht willst du ja jetzt doch Kühe oder so. Keine Pferde. Nee. Weißt du, worauf ich Bock hab? Worauf? Auf meine Ruhe. Ah. Perfekt. Leo, hast du das gehört? Unverschämt. Das nehmen wir uns zu Herzen. Der Junge fährt sogar falsch. Wer? Heißt denn hier falsch? Muss hier hin. Ich stell das hier nur ab. Weg mit den Dingern. Abstellen reicht. Also komm ich jetzt nicht runter? Ja, ich hol was anders mit dem anderen. Gut. Räum ich hier ein bisschen auf schon. Ja, mach das. Oh, da kommt einer an. Ganz schnell. Och Mist, jetzt muss ich mit dem Auto runterfahren. Jetzt steht ja beide da. Fahr direkt hier rein. Der ist nur gemietet, ne? Egal. Wo war denn die Kiste? Leo, was hast du da? Na, Leo, jetzt können wir hier warten. Bin schon auf dem Weg. Die Lenkung funktioniert, die Lenkung nicht so richtig. Und ich kriege noch gut Geld dafür, Leo. Oh, die sieht eigentlich ganz gut aus, außer dass er dreckig ist. Oh, dafür gibt es einen Hochdruckreiniger. Ey, hört auf, das Zeug zu putzen. Als ob das jetzt noch notwendig wäre. Oh, Alter, zum Glück sind wir den Geländewagen los.
um? Ja, da müssen wir mal einen großen Service machen. Die Bremsen, die sind am Arsch. Da geht nicht mehr viel. Wollen wir uns wieder ein Taxi oder was? Müssen wir. Ja, kannst ja auch laufen, aber fliegen wäre, glaube ich, besser. Pause. Ein Taxi, ja. Ja, zum Flughafen müssen wir mit einem Taxi. Ja, und dann mit dem Flugzeug rüber und dann fahrt dann mit dem Taxi nach Walschen. Was macht der denn da hinten im Wald? Ich sag doch, die Bremsen sind am Arsch. Macht der Junge da. War das Ding nicht noch auf dem letzten Meter kaputt? Ich schon mal vorgekommen. Probier's. So, anstrengend hier. Bist du sicher, dass du weiterfahren willst? Ja. Boah. Hier musst du hin. Ja, ich weiß, ich fahr doch durch. Lass mich doch mal fahren hier. Und sie abkoppeln. Schenk ab. So, rinn mit euch, Jungs. Zeit ist Geld. Jo, komm. Hey, jo, hast du. Bist du drin? Ja, ja. Da ist gerade ein Schraubenzieher mitgenommen. Was habe ich mitgenommen? Leo. Der sitzt doch drin. Ich sehe ihn im Rückspiegel. Leo, hast du gerade einen Schraubenzieher eingesteckt? Ach so. Was? Hast du einen Schraubenzieher etwa da eingesteckt? An der Werkbank? Ein Schraubenzieher ist nicht wertvoll. Okay. Mann. Schraubenzieher ist aber falsch. Du ziehst ja nicht die Schrauben, du drehst sie. Schraubendreher. Ich glaube, ich sollte mal bremsen, oder? Fahr. Mögel durch da. Nee. Gerade hast du mich noch zusammengestaucht. Du sollst ja mit dem Baum fahren. Haben wir noch irgendwas? Also wir bräuchten mal ein Ding, einen Tieflader, oder? Wandert jetzt so schnell hoch. Ups, da war ein Busch. Ja, aber wir haben ja den Bagger noch hier. Willst du den Bagger auch hochfahren? So, ja. Oder lassen wir den abholen? Ja, dann lassen wir den abholen. Gut. Da macht jeder an seinen Träger alles dran und dann die Luzi. Rest dann abholen lassen. Nee, passt ja. Wir fahren selber noch, kostet uns weniger. Aber ich, mach mal kurz Pause, ne? Ich auch. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar dabei. Da. Schaut bei dem Dark Racix YouTube vorbei. Hier bei Varuna IP. Und dann sehen wir uns morgen nochmal. Ja. Hier. Auf der Niemandsland. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.